Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es endlich weiter mit der Bremsbelüftung für den M2 Competition an der Vorderachse. Lange gab es da kein Video mehr. Im Hintergrund habe ich relativ viel ausprobiert, mich jetzt aber doch für eine fertige Lösung von Burkhardt Engineering entschieden. Warum habe ich das gemacht? Ich habe, wie gesagt, ja einen eigenen Ansaugtrichter mittels 3D-Drucker fertigen wollen. Problem war aber, die Konstruktion am CAD-Programm hat funktioniert, aber das Drucken des Modells oder eben dieses Körpers, man sieht das auch hier bei dem Modell von Burkhardt Engineering, ist doch relativ komplex. Das bedeutet, es ist kein einfaches Modell oder kein einfacher Körper, den man von unten nach oben aufschichten kann, weil man eben gewisse Winkel mit dem 3D-Drucker oder mit dem 3D-Drucker, den ich habe, einfach nicht abgebildet bekommt. Dann habe ich probiert, das Modell eben aufzuteilen, sodass ich sozusagen zwei Hälften hatte, die ich dann später verklebt habe. Am Fahrzeug gab dann aber das Ganze auch wiederum Probleme. Ich habe ein bisschen Tests gemacht mit dem Heißluftföhn. Beim Verkleben war das ja nicht so ganz hitzebeständig, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe es mit PLA probiert, das ist auf gar keinen Fall möglich. Also wenn ihr da in die Richtung mal was machen wollt, PLA ist deutlich anfälliger in Sachen Temperatur. Das verformt sich dann sehr leicht. ABS ist ein bisschen hitzebeständiger, aber für die Temperaturen, die dort an der Bremse entstehen, auch leider nicht geeignet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste diese Idee dann verwerfen, mir dort etwas selber zu konstruieren. Und habe mich jetzt, wie gesagt, für eine fertige Lösung von Burkhardt Engineering entschieden. Das Ganze, man sieht das hier, hat hier auf der Rückseite so ein kleines Metallprofil. Dieses Metallprofil hat hier nochmal so einen Rechteck oder Rechtwinkel. Und mit diesem Metallstück setzt ihr später den Schnorchel ungefähr, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ihr seht das später am Auto, aber ungefähr setzt ihr den so auf euren Querlenker vorne. Und fixiert das Ganze dann hier mittels entsprechender Kabelbinder. Das heißt, das Teil steht dann nachher, wenn jetzt das Auto sich in diese Richtung nach vorne bewegt, also hier ist die Autofront, hier ist das Autoheck, sitzt er wie gesagt vorne am Querlenker. Hier kann dann die Luft einströmen, die wird gesammelt, geht dann hier über diesen Ausgang an einen Bremsschlauch, an einen Belüftungsschlauch, das sehen wir dann nachher auch beim Verbauen. Und der Schlauch wiederum geht dann eben an meinen Kühlungsadapter hinten an der Bremsscheibe, den ich ja schon montiert habe. Das ganze Teil ist aus Carbon gefertigt. Wie gesagt, Burkhardt Engineering, dort bei denen im Shop bekommt ihr das, falls ihr sowas sucht. Ich war jetzt ganz froh, dass ich was gefunden habe. Ich hatte ja auch erst so universal Bremsbelüftungen probiert, aber das ist einfach ein bisschen schwer, die da unten beim M2 zu montieren. Da ist relativ wenig Platz. Und die Idee hier, das Ganze am Querlenker unten zu befestigen, ist natürlich wirklich sehr, sehr gut. Dadurch steht das eben schön im Luftstrom und auf der anderen Seite ist es relativ leicht zu montieren mittels Kabelbinder. Wie gesagt, die Montage, die zeige ich euch jetzt am Fahrzeug. Die Montage ist relativ straightforward, das heißt, da werde ich dann nicht mehr so viel dazu sagen oder vielleicht auch gar nichts, je nachdem. Wie gesagt, das Teil wird nur mittels Kabelbinder befestigt. Und jetzt geht's ans Auto. Ich werde euch das Ganze ein bisschen mit Musik unterlegen und hoffe, ihr habt Spaß und könnt das vielleicht auch gebrauchen. Wie gesagt, Burkhardt Engineering, Informationen und Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung.
So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe die Ansaugstücke an der Vorderachse am unteren Querlenker montiert. Das Einzige, wie gesagt, wo ihr darauf achten müsst, ist eben, wenn ihr hier die Schlauchlänge abmesst, dass ihr dort eben ein bisschen Puffer lasst, sodass der Schlauch ein bisschen länger ist. Der ist ja flexibel, der kann sich zusammenstauchen und wieder ausdehnen. Das ist wichtig, dadurch, dass die Vorderachse ja in Bewegung ist. Also dieses Teil ist nicht in Bewegung, aber das Gegenstück, welches sich an der Bremsscheibe befindet, ich blende das nochmal kurz ein für euch zur Erinnerung. Dieses Gegenstück ist eben, wie gesagt, in Bewegung. Das heißt, je nachdem, wie das Rad eingeschlagen ist oder welchen Winkel das Rad gerade hat, ist dann der Weg des Schlauchs länger oder kürzer. Deswegen den eben etwas länger dimensionieren, damit da später der Schlauch nicht abreißt. Ansonsten, wie gesagt, eine ganz einfache Montage mittels Kabelbinder und einem entsprechenden Bremsschlauch. Wichtig ist eben auch, dass ihr diesen Adapter habt, hinten an eurer Bremsscheibe, damit ihr den Schlauch dort anbringen könnt. Ja, ich hoffe, es war hilfreich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao!